Tag 7 des Bootcamps. Wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben alles gelernt. Wir haben den Flötenansatz gelernt. Wir haben bei den Kopfstücktönen gelernt, wie unterschiedlich die Flöte reagiert auf unser Blasen. Und wir haben schon gelernt, wie man sie zusammensetzt. Wir haben die Balance geübt und natürlich auch das Atmen. Und jetzt geht es tatsächlich um die Wurst. Jetzt wollen wir mal versuchen, 3 richtige Töne zu spielen. Und das machen wir so. Wir setzen die Flöte ganz normal an, wie wir es gelernt haben. Du hast schon den Daumen auf der Haarklappe, das haben wir gestern schon mal kurz angedeutet. Da geht der hin. Und zwar, ich komme mal hier näher, nicht mit der Daumenspitze, weil dann kriegst du hier sofort eine feste Hand. Ne? Guck mal, dass du deinen Daumen so ein bisschen über die Klappe drüber schiebst und den Daumen sozusagen etwas verkürzt damit. Dann kannst du hier eine runde Fingerhaltung haben. Das ist viel, viel wichtiger als die Klappe mit der Daumenspitze. Also hier schön rein, Daumen auf die Haarklappe und der Zeigefinger kommt auf diese Klappe hier. Die obere Klappe bleibt leer. Das brauchen wir. Diese Klappe hier, die bleibt nachher auch leer. Aber jetzt lernen wir erstmal das Haar. Daumen und Zeigefinger, wie eben beschrieben. Kleiner Finger hier auf der ersten Klappe des Fußstücks. Das war's schon. Ein Haar kommt jetzt. Achtung. Und das übst du genauso, wie wir das nach und nach aufgebaut haben. Du drehst wieder deinen Kopf, dein Mundloch so, dass du beide Kanten fühlst. Rollst nach vorne ab, bildest deinen Flötenansatz und spielst dein Haar. Das ist der Ton, der am leichtesten kommt. Es ist ein kurzer Ton, weil die Flöte nur bis hier geschlossen ist. Alle anderen Klappen sind ja offen. Deswegen ein sogenannter kurzer Ton. Es muss relativ wenig Luft die Flöte zum Schwingen bringen. Deswegen fangen wir mit dem H an. Das ist der einfachste Ton von allen. So, als nächstes kommt schon direkt das A. Diese Klappe bleibt leer. Wir nehmen die übernächste. Das musst du dir merken. Die alleroberste bleibt leer. Da kommt der Zeigefinger hin. Die Klappe bleibt leer. Und die kommt als nächstes. Das ist dann unser A. Das kannst du schon mal zwischen beiden Tönen hin und her spielen. Und einfach gucken, wie sich das anfühlt. Beim A ist wieder die Luftsäule länger, spricht vielleicht ein bisschen schwieriger an. Und beim G wird sie dann noch länger. Und dann nimmst du dann einfach die nächste Klappe. So, und dann kannst du frei nach deinem Gusto einfach zwischen den 3 Tönen hin und her spielen. Und wahrscheinlich wird deine Luft relativ schnell alle sein. Und dann spielst du einfach pro Atem einen Ton. Nach unten hin ein kleines bisschen vorsichtiger. Es geht jetzt erstmal darum, dass die Töne überhaupt kommen, dass sie möglichst nebengeräuscharm klingen, dass du also nicht zu dolle reinbläst. Ne? Erstmal geht es darum, dass sie kommen und versuchen, ein gutes Körpergefühl dabei zu haben und den Klang kultivieren. Das machen wir dann nach und nach. So, ich habe Übungen beziehungsweise sogar ein kleines Stückchen für dich in der, im Download-Bereich und werde dir das jetzt unten in der Infobox auch verlinken, unter anderem eben und auch die Grifftabelle, wo du die Griffe nochmal nachschauen kannst. Also großartige Übungen haben wir jetzt hier nicht, aber du hast als kleinen Bonus eben das kleine Stückchen, was aus diesen 3 Tönen besteht, was du üben kannst. Und die Grifftabelle. Und wenn du an irgendeiner Stelle nicht weiterkommst oder Fragen brauchst, dann schreib mir gerne in die Kommentare. Ich werde sie dir auf jeden Fall beantworten. Dann hoffe ich sehr, dass dir dieses Bootcamp wirklich geholfen hat, dass du jetzt einen roten Faden hast, wie du deine allerersten Anfänge auf der Flöte meistern kannst.
Und vielleicht schaust du ja auch schon in die nächste Woche wieder rein, wenn es dann weitergeht für die Fortgeschrittenen. Und garantiert kannst du da auch schon ein paar Anregungen für später mitnehmen. Bis dahin, schön, dass du da warst.